Okay, und nochmal. Na los, greif an. Er will nicht, er traut sich nicht. Ah, das war mit Absicht. Er hat darauf gewartet, dass er mich runterschmeißen kann. Ich verstehe. Okay. Ihr hättet nie in unser Land kommen dürfen. Ist nicht blockbar, mein Freund. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Diese 30 Sekunden gehören mir. Also, geht doch. Ich muss wieder zurück zur Vorhut. What? Ich wollte doch gerade da hoch. Ich muss wieder zurück zur Vorhut. Okay, ich bin wieder drin. So, hier sind noch zerbrechliche Dinge. Aber die haben wir doch alle schon, oder? Ja, da gibt's auch nichts mehr. Hier ist auch nichts weiter, nicht mehr zum Beobachten. Dann gehen wir hoch. Ach, sehr ruhig. Du hast keine Ahnung, wie man kämpft. Aua. Los, du Bestie. Reden wir eigentlich Französisch oder Deutsch oder was reden wir hier? Als Ritter. Könnte auch Englisch sein, aber... sehr gut vorbereitet. Damals in England hat man ja dann auch eher Französisch gesprochen. Englisch ist ja nur aus Französisch entstanden. Leichte Geschichte. Ich brauche eine Brücke, die leerer ist. Erstmal sammle ich jetzt einiges ein, Leute. Die Wikinger überfielen uns jedes Jahr, solange ich mich zurückerinnere. Sie raubten, plünderten und brandschatzten. Mein Dorf wurde von ihnen zerstört. Meins und hunderte anderer. Begrenzte Tragkraft. Falkenhain. Die Heimat der Invasoren, die sich selbst Wikinger nennen. Es war 40 Jahre her, dass die Ritter zum letzten Mal die Grenze in dieses große Tal überschritten hatten. Was immer auch geschehen würde, man würde sich lange an uns erinnern. Unsere Technologie ist es, die uns von den Wikingern unterscheidet. Mit ihrer Hilfe würden wir die sogenannten unbezwingbaren Mauern von Falkenhain überwinden. So ist es. Also sehr viel Geschichte hier drumherum. Das gefällt mir. Aber diese Punkte sind sehr schwer zu entdecken. Zumindest haben wir wirklich alle zerbrechlichen Dinge und sehr viele zu beobachtende Dinge gefunden. Aber ansonsten finde ich hier keine weiter. Das ist natürlich schade. So, und dann müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass wir drüben reinkommen. Wie geht das am besten? Erreiche den Innenhof. Den Innenhof erreichen. Soll ich mich auf ein Katapult schwingen oder wie? Geht mir aus dem Weg. Geht weg. Ich will da hoch. Ah, ich komme hier nicht vorbei. Gut, dann gehen wir andersrum. Und wenn wir erstmal im Innenhof sind, dann geht die Party richtig ab. Ah, hier, guck mal. Hier kann ich einfach so hoch? Nee, kann ich nicht. Ist gesperrt für mich. Was ist das denn? Gut, dann geht's nicht anders. Dann müssen wir was anderes anwenden. Vielleicht das Katapult? Nee, das ist schon ausgelöst worden. Gehen wir mal hier ran. Das ist ja eine tolle Technik. Da will ich jetzt hin. Die Wikinger waren in der Überzahl. Wir hatten Technologie. Tötet sie alle!
Aus dem Weg. Wir haben unsere Brücke abgerissen. Schweine. So, ein Kumpel ist schon hier. Hallo. Schnelljustiz. RT, RB, RT. Muss ich das eben so machen? Das war die Schnelljustiz? Oh, geil. Gott, das war's. Ich würde gerne mehr Exekutionen machen, bin aber doch versucht, lieber andere Dinge zu probieren. Ach, da können wir runter. Wir nehmen die ganz normale Treppe. Oh, schade, ich dachte, es gibt noch irgendwo einen Raum unten. Lass die Zugbrücke herab. Huch. Kommst du denn schon wieder her? Na komm. Ja gut, das bringt dir nichts. Machen wir eben so. Das war eine Exekution. Sehr nice. So, einmal umgucken. Gibt es noch zu beobachtendes? Nicht, dass ich wüsste, nicht, dass ich sehe. Okay, die Zugbrücke muss herab. Aus dem Weg. Okay, herablassen. Sag mal. Wird immer unterbrochen. Es ist doch zum Heulen. Verschwinde. Hässlicher Gumpen. Na komm. Na, hörst du wohl auf? Na komm. Boah, das gibt's nicht. Ich bin gleich tot. Ja, war klar. Wie sollte ich denn das schaffen? Das war jetzt unfair. Nein, er war eindeutig der bessere Spieler. Ich hätte den Schild-Endblocker nehmen sollen. Komm her. Komm schon. Wenigstens bringen wir sie so leicht zum Straucheln. Na also, weiter. Jetzt sind die beiden am Katapult dran. Ach, ist ja gar kein Katapult, ist ja die Zugbrücke. So, stand hier nichts rum. Oben sehe ich auch nichts mehr zum Benutzen. Na komm. Sehr schön. Oh, einer ist noch. Das ist der Stärkste.
Mach doch nicht so'n Mist. Das kann nicht sein. Ist hier aber Schluss, Freundchen. Na also, geht doch. So, jetzt müsste es aber funktionieren. Einmal Zugbrücke runterlassen. Oh, da werde ich schon wieder unterbrochen. Von dir. Genau, halt ihn auf. Da, der kommt zu mir. Halt ihn auf. So schön. Apollyon hat's drauf. Die weiß, wie man einen Auftritt inszeniert. Wir konnten keinen Trupp abstellen, um die Gefangenen zu bewachen. Herren, diese Bestie hat sicher 40 Krieger erschlagen. Darunter auch Davis. Wisst ihr, wie man Raubtier und Beute unterscheidet? Das ist nicht leicht. Außer man sieht sie im Krieg. Gute Arbeit. Ich hatte gedacht, Ihre Auswahlkriterien würden nur für uns gelten. Wohl nicht. Aktion abgeschlossen. Haha, sehr schön. 6 von 10 zu beobachtende Dinge haben wir gefunden, genauso wie 3 von 3 einsammelbaren Dingen. Story, Levelaufstieg, Level 7. Immerhin. Falkenheim. Wir mussten die Festung in Svarngard erreichen, bevor die Wikinger eine Gelegenheit hatten zu reagieren. Aber an dem großen Fels, der das Tal in 2 Teile spaltete, war unser Weg blockiert. Glücklicherweise hatten wir eine Friedenshüterin in unseren Reihen. Mercy. Wer bitte ist Mercy? Dürfen wir die Friedenshüterin spielen? Ich bin gespannt. Wir werden so einiges kennenlernen in dieser ganzen Story. Und natürlich fahren wir das demnächst mit Sabotage fort. Also wir machen keine, vielleicht machen wir ein bisschen was, ja, aber wer weiß. Gut, ich danke euch fürs Ansehen und bis nachher.